Hey Leute, willkommen zurück zu Imperial Glory oder Glory oder wie auch immer, so Schnurz. Und ja, wir machen mit Preußen weiter. Ist dahin, so werden ein bisschen großes Königreich haben, dass wir einen riesigen Bund haben mit dem Osten, aber ist ja, ne? Also können wir uns erstmal um Beziehungen mit anderen Staaten zeichnen. Der Lombardei, mit der haben wir ja, ich soll vielleicht mal abreißen, denn ich werde eine Botschaft haben. Denn ich möchte die Beziehung mit der Lombardei ein bisschen stärken, denn ich bin damit irgendwie nicht mit am besten, warum auch immer. Habe ich nicht unabhängig erklärt? Ausländische Gebäude. Check ich jetzt nicht. Na, was soll's. Versuchen wir trotzdem die Lombardei zu bekommen. Ja, manches daran müssen wir mal gucken, weil Frankreich ein bisschen stark ist. Aber, na, werden wir schon sehen. Mal sehen, hier haben wir eine Armee, da haben wir... Ach, da ist noch eine komplette Armee, ist interessant. So, Bruchstücke, ach so, die schwedische Garde war da. Okay. Und hier noch einer, hier war ein kleines bisschen Schnulz. Ein paar Truppen können wir auf jeden Fall heranbilden. Würde ich mal vorschlagen, das tun wir auch einfach mal. Dragoner wieder so ein paar. Und ja, erstmal gucken wir mal. Moment mal. Wir haben einen Bund mit Russland und mit Moldawien. Das Osmanische Reich könnten wir eigentlich mit in den Bund hinzunehmen. Liegt einfach daran, weil die Osmanen irgendwie keine andere Wahl haben. Ja, und dann müssen wir gegen England oder gegen die Franzosen ran. Die Franzosen wären, glaube ich, sogar ein kleines bisschen schwächer. Mal sehen, das sind die Niederländer. Ja, die haben ja irgendwie Nukan oder was. Ja, ist schwerer. Okay, die Dänen irgendwie auch dasselbe. Alter, ist das scheiße. Nun ja, mal schauen. Geht natürlich auch, dass mir wer den Krieg erklärt. Ob das passiert, weiß ich allerdings noch nicht so ganz. Am schönsten wäre, wenn sich Frankreich mit England bekriegen würde. Okay, abgelaufen. Ist mir ein Schnurz. Kann ich meine Beziehungsskala nicht mal ganz genau angucken? Ach, scheiße. Nun gut. Ja. Was haben wir denn? Fuck, falsche Taste gedrückt. Nein! Ah, gute Frage, was das eigentlich machen. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Also lange geht das Spiel auf jeden Fall nicht mehr. Also entweder kacke ich jetzt gegen Frankreich oder gegen Großbritannien ab, dann ist sowieso Ende. Oder aber mir gelingt es, die Briten rauszuschmeißen und die Franzosen. Irgendwas in der Art, ne? So, ich wollte hier ein Gebäude... Ne, Gebäude will ich nicht bauen. Ich wollte Einheiten produzieren. Ich brauche ja einen, ja, sowas brauche ich hier. Wäre auch nicht schlecht, ne? So, Österreich gehört ja jetzt auch mir. Ich weiß es allerdings nicht, ob ich, wenn ich komplett da rausgehe aus der Provinz, dann ist die ja wieder frei. Dann gibt's Österreich wieder. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich einfach so nur eine kleine Einheit dahinsetzen kann. Das weiß ich nämlich nicht mehr. So, mal gucken. Militärische Hilfe kann ich von jemandem verlangen. Handelsabkommen. Oh Gott, ist die Kriegserklärung? Nee, doch, ist die Kriegserklärung. Okay, die Staaten sind gerade wieder... So, was gibt's auch? Bündnis... Lombardien, ja, Sizilien, Ägypten. Durchmaßrecht, Koalition. Was würde es denn kosten, wenn ich Frankreich gegen Großbritannien aufhetze? Das kostet ja nicht ganz so viel. Das würde mir so viel was bringen, weil die Briten hier auch Spanien haben. Wobei andersrum wäre es eigentlich logischer, oder? Andersrum wäre es logischer, ja. Dann rüsten wir erstmal ein bisschen auf. Achten mal so ein bisschen auf die allgemeine Lage. Was so die Franzköpfe da machen. Also mittlerweile stufe ich die Franzaken nicht ganz so stark ein wie die Briten. Vielleicht ignoriere ich das Ganze irgendwo etwas. Weltausstellung haben die Briten gemeistert. Was war das eigentlich nochmal? Okay, Anatolien. Weltausstellung. Scheiße, die wollte ich haben. Was können wir noch machen? Wir können die, diesen Gold habe. Oh, könnte was bringen. Den haben wir sowieso nicht. Nein. Den könnte ich machen. Kostenlos Militärhäfen gebaut werden. Wenn wir Prestige wollen, oder was? Herrscher der Meere, ja klar, wir.
Problem ist, ich habe einen Hafen. Er hier. Und ich meine, ich hatte sogar schon Militärhafen, kann das sein? Ja, waren schon, ne? Kurz gucken, erste Ära. Handelshafen. Militärhafen, ja, habe ich schon. Also bringt es mir nichts. Ah ja, der einsame Demokrat. Mir fällt gerade auf. Mir fällt gerade auf, dass hier noch einer rein kann. Also produzieren wir hier nochmal einen. Ist ja nicht so, dass wir eine große Armee haben wollen. Irgendwie muss ich ja gegen hier, ne, Frankreich und so oder Großbritannien bestehen können, sollte der Fall auftreten. Wobei, wie gesagt, ich glaube irgendwie Frankreich vielleicht schwächer, aber vielleicht irre ich mich auch einfach nur. Vielleicht ist auch irgendwie daran, weil die Franzosen weniger Truppen auf der Landkarte haben, weil ich schätze mal, die Briten haben noch einen Haufen mehr, ne? So, mit der Lombardei machen wir jetzt mal Zeitungsredaktion. Ja. Mal ein bisschen Mega-Aufschub. Ja, sind wir schon vor Frankreich, das ist schon mal schön. Dann 10% mehr, haben wir 83. Ja, und dann noch ein paar Mal ins Bündnis reinballern und das läuft. Das läuft. So, die Frage ist jetzt aber natürlich, was machen wir jetzt eigentlich? Ja, die Briten steigen jetzt in unsere Sympathiewerte natürlich auf, ne? 1,5 pro. Für uns ein Vorteil, wir können die Briten gegen die Franzosen aufhetzen. Ich glaube, das werde ich auch tun, im Endeffekt. So. Erstmal ein sächsisches Elite-Regiment. Kann man das Regiment nennen? Und hier... Ja, okay, da braucht noch. Kann ich aber hier mal so ein bisschen was ranholen. Schwedische Garde vor allem. Tue ich mal hier so ein bisschen sortieren, ein bisschen ordnen. Es sind ja größtenteils alles Truppenteile, die ich gar nicht mehr brauche. Hier ist ein bisschen externe Reserve. Oh ja, wer es braucht. Tja, wie sagen die Franzacken? Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal schauen, was wir mit dem machen. Können wir beitreten? Ja, gerne. Wie lange geht unser Bündnis überhaupt noch? Organisierte Flotte wird erforscht. Bessere Rundschuhen, bessere Handelsnetz, Leuchtturm. Was kann man hier dann da machen? Diktatur, absolutistische Monarchie, Republik oder konstituelle Monarchie? Also wir können die letzteren beiden auswählen, weil wir auf Demokratie schon vorgegangen sind. Ah, und hier sind sowieso Ende. Autokratisch? Ah ja, Sache, wir sind demokratisch. So, dann kann für uns auch die Republik oder die konstituelle Monarchie noch mitzählen. Puh, so gucken, was ich von beiden wieder auswählen, ne? Mal auf Handelsnetz gehen wir mal. Jo, jetzt mal kurz gucken. Ja, voll aufgerüstet die Truppen natürlich nicht, ne, aber... Einer hat ja mir auch gesagt, ich sollte, oder ich muss... Wohl der in der Militärakademie? Örtliche Krankenhäuser bringen mir ja nichts, ich muss Militärkrankenhäuser bauen, hat einer mal gesagt. Die Dinger hier. War das mit deinen Krankenhäusern? Nö. Irgendwer hat gesagt, ich muss, Forschungspunkte, kann ich auch mal eine Grundschule, ne? Komm, tun wir was für die Bildung. Ist ja nicht so, als ob ich, schlechter Mensch wäre. Naja, was ist das schlechter Mensch? Irgendwo ist jeder schlecht. Und irgendwo ist auch jeder halbwegs gut. Ne? Also... Das heißt immer, wenn man das Gute im Menschen glaubt, dann ist man sowieso verloren im Posten, aber naja. Also man bietet uns eine Menge Währungseinheiten für Rohstoffeinheiten. Davon haben wir eh gerade zu viel. Ja, mach mal. Geld ist immer gut. Geld ist immer gut. Vielleicht habe ich ja bisher noch nie Artillerie gebaut. Vielleicht soll ich mal eine kleine Flotte aufbauen oder sowas in der Art, ne? Ich meine, ich habe einen Großhafen, könnte ich auch mal bauen, ne? Moderner Militärhafen. Machen wir den nochmal. Ganz ehrlich, wenn ich gegen England oder gegen Frankreich bestehen will, soll ich auch ein bisschen Seestreitkräfte haben, ne? Jetzt bin ich gar nicht mal so dumm. Ach, ich habe zwar Österreich erobert, aber ich kann hier keine Truppen ausbilden. Das ist auch toll. Warte mal, wie lange geht denn hier nochmal ein Paktbündnis? Ach, noch eine Runde, ja, klasse. Mein Pachtbündnis geht noch eine Runde.
Ja, die Briten steigen gerade übelst auf, wie man sieht, ne? Das gilt auch für Beziehungen, wie zum Beispiel, ja. Wie gesagt, wenn man das hat, wirklich die Sympathie-Dings da, dann ist man schon wirklich, richtig, richtig gut. So, Zeitungsredaktion. Sagen wir mal, was das Bündnis war. Verteidigungsbündnis. Sowieso mit den Russen. Der sogenannte Ostbund, wie ich ihn selber nenne. Dann Moldawien. Und schon will keiner mehr. Gebäude. Infrastruktur. Ah, ich wollte auch Kulturzentrum. 20%? Das reicht. Wenn wir das haben, dann gehört uns die Lombardei. Ein bisschen was an Soldaten haben sogar Kanonen, ja, hallo. So, Gebäude. Ach, Grundschule ist fast fertig, gut. So, Sachsen, was sind das hier? Tiefenminen. Erhöht die Rohstoffproduktion. Interessant. Hier ist eine Stallung. Ja, kann man mal machen. Da können wir auch an anderen Orten noch Dragoner ausbilden. Wobei ich jetzt aber auch gar nicht wirklich traue, die Franzosen anzugreifen. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja? Irgendwie traue ich den Franzosen nicht so richtig, weil allgemein die Armee sieht nicht sehr groß aus. Ich meine, was haben die denn? Ach, und gucke mal an. Wenn ich die Kavallerie rausschicke aus den Militärstützpunkten, dann wird es erst auf die Bevölkerung angerechnet. Das ist doch mal interessant, oder? Mal kurz gucken. Ach so. Wie gesagt, wir können Herrscher der Meere eigentlich machen, aber irgendwie nützt mir das nichts. Vor allem, warum soll ich mir das auch irgendwas nützen? Ich habe schon Militärhafen, ich habe nur ein einziges Problem. Wenn ich 5 hätte oder so, ja, das wäre praktisch. Aber ich heiße ja nicht Großbritannien. Na, da ist der moderne Militärhafen fertig, sowie die verbesserten Stallungen. Hier ist doch schon was Feines. Mal kurz gucken. Ein Großhafen könnte ich bauen. Ein Postschiff und Handelshafen. Ah ne, Postschiffe könnte ich schon bauen. Was bringt's? Quatsch, Gebäude. Ich will Einheiten. Was haben wir da? Schiffe. Fregatten und Schlaupe. Schlaupe ist ein kleines Ding. Regatta ist ein bisschen größer. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr, ne? Pff, ganz ehrlich, wieso nicht? Komm, bauen wir 2 Stück mal davon. Hier ist eine Schlaupe, die ist eigentlich scheiße. Aber die Schlaupen können ja, oder allgemein die Schiffe können ja auch Truppen mitnehmen, deswegen ist ja noch so ein leeres Feld. Das wäre nicht schlecht, zum Beispiel, wenn ich von Seeseite her auf Frankreich lande oder sowas in der Art. Wenn ich mal irgend so ein Abenteuer vorhaben sollte, aber. Naja, ihr wisst noch nicht ganz genau. Russland. Nahrungseinheiten bietet man uns für Währungseinheiten. Brauche ich eigentlich nicht. Lombardei haben wir angesagt. Währungseinheiten, ein bisschen Nahrung, ein bisschen Rohstoffe, ein bisschen Bevölkerung. Ist doch ganz. Quasi, ich gebe den anderen Hilfe. Ach so. Alles klar, also militärische Hilfe heißt ja, ich brauche militärische Hilfe und seltener wird das so viel wie ich gebe dir militärische Hilfe. Was immer das bringen soll. So, dafür ist ja noch ein Feld offen, nämlich das hier. Was immer das ist. Staatsehe, keine Ahnung. Und hier ist die Lombardei-Armee. So ganz ordentlich, die da haben. So, in der kurzen Zeit versteht sich, ne? So, Frage ist, was müssen wir machen? Was haben die aber alles aufgebaut? Frage ich mich da gerade.
Ach, alles ist ja der Hammer. Und jetzt sehen wir auch den Vatikan. Ja, aber da anzufangen wird jetzt ein bisschen scheiße, weil die Franzosen da ein ziemlicher Offensive sind. Was zum Teufel ist denn das da jetzt? Verarsch mich doch, ich habe gerade eine riesige Flotte einkassiert. Direkt mal modern Militär aufbauen. Scheiße, die preußische Flotte ist eben übelst vergrößert worden. Ja, das ist echt krank, ja. Das ist echt krank. Wir haben so eine riesen Flotte einkassiert. Aber nun gut, ne, so geht's auch. Vatikan, bietet uns Währungseinheiten für Nahrungseinheiten. Ich bin ja noch im Plus, ne? Sollten wir machen? Sollten wir? Besser nicht, man soll es ja nicht übertreiben. So, hier werden noch Schiffe gebaut. Ja, ansonsten bin ich in meinen Nahrungseinheiten fast wieder am Limit. Was wir auch machen könnte, ich könnte Einheiten produzieren, aber nicht in die, Dings einfügen, ne? In die, Abteilung. Das kostet nämlich ja keine Rohstoffe, habe ich gerade rausgefunden. Und dann kann ich sie ranholen, wenn es sein muss. Wie es Frankreich zum Beispiel gerade macht. Das wäre eigentlich gar nicht mal so blöd. Ein neues Juwel unserer Marine, der Goldene Löwe, alles klar. Sind wir jetzt hier bald bei der Kaiserlichen Marine oder was? Dass wir so stolz auf die Marine sind, die haben doch trotzdem nichts bringt. Was mache ich mit dir, Anatolien? Ich will keiner haben irgendwie. Außer die Briten, aber das liegt an was anderem. Nützt mir nichts, das ist mitten in der Einflusssphäre der Russen eigentlich. Müssen die Russen halt was tun. Damit habe ich jetzt weniger zu tun. Nun ja, was machen wir jetzt mit den Briten? Frage ich mich ja. Wie gesagt, ich möchte eigentlich ja die Franzosen besser angreifen. Allerdings, wie so häufig, möchte ich den ersten Schlag tun, ne? Mal kurz was gucken. Wenn ich eine Koalition von Großbritannien gegen Frankreich geht nicht, wieso? Ach, weil die im... Ach du Scheiße. Was ist denn das jetzt hier? Ostbund gegen Westbund oder was? Na toll. Na, das ist ja scheiße. Wie ist hier zu meinem Handelsnetz? Ich könnte zum Vatikan machen, hätte ich zwei mehr Handelsrouten. Bringen wir nicht ganz so viel Profit, aber dann etwas. Das ist ja eigentlich auch das Einzige, was ich machen kann, ne? Dann machen wir es doch einfach mal, würde ich mal sagen. Gebäude, Handelsniederlassung, warum nicht? Dafür haben wir nicht genug Ressourcen. Ach, guck mal, meine Bevölkerung geht gerade nach unten, so richtig schön. Na Sonnen. Na Sonnen, na klar, na dann. Ist das ja mies. Man bietet uns Nahrungseinheiten für Währungseinheiten. No? Ich darf Venedig fertig. Ich habe Ressourcen dafür. Ich jetzt eigentlich mit Moldawien. Irgendwie will den Staat keiner haben. Vielleicht kassiere ich mir irgendwann mal ein. Okay, nicht genug Ressourcen für die Einheitenproduktion. Da kann man nur warten, ne? Der schlimmste Beziehungsgrad ist ja 10. Hat Frankreich ja fast hinbekommen. Jawohl, Johannes. Wer zum Teufel hat diesem Schiff diesen Namen gegeben? Also, Goldener Löwe geht ja noch. Ich hätte jetzt mir eventuell einen anderen Namen vorgestellt. Was weiß ich. Was haben wir denn hier? Alle Kümmeltiere haben die Erfahrungsstufe Mittel. Alle 9, ja, klasse, hätte ich mal wissen können, ne? Neuchtturm, Meeresansicht, ist ja auch ganz nett. Ein Grenzposten. Aha. Moderne Gießereien, bessere Geschütze. Machen wir erstmal Militärakademie. Ist ja sowieso schnurz, wohin ich gehe. Ah, neue Aufgabe, wunderbar. Gucken wir uns die mal schnell an. Die da. Belohnung. Was ist denn das? Metrisches System. Ach, der Meter. Ach so, cool. Wir erhalten in den nächsten 3 Runden automatisch Neuerungen. Diese werden verfügbar, wenn ihr das... Soll ich denn das jetzt verstehen? Seeweg mit Hafen von Venedig. Den habe ich doch, oder? Seeweg... Den Hafen von Venedig habe ich, aber Seeweg? Habe ich es nicht? Ich meine hier... Ach so! Ach so, okay, habe ich nicht. Scheiß Dreck.